Können wir eigentlich von Hand speichern? Nö. Wie sieht denn das aus bei Spielständen? Okay. Ja, erreiche das Schiffswrack. Benutze das Ruderboot, um abgelegene Orte zu erreichen. Oh, wir können hier ein bisschen was tun. Also hier sieht man nicht, ob das irgendwie trockener ist, ne? Finde ich. Oder heißt dieses Hüpfen, bitte gieß mich? Ja, komm, wir gießen mal. Anderen bewegen sich nicht. Nee, ich kann aber trotzdem nichts machen. Aber jetzt hüpft sie wenigstens nicht mehr. Gut, dann dürft ihr jetzt so ein bisschen vor euch hinwachsen. Wir brauchen was zu essen. Und wir können neue Rezepte entdecken. Zum Beispiel hier. Bestimmt was mit Zwiebeln und Kartoffeln. Ach, da sieht man jetzt, was stimmt und was nicht. Einmal austauschen. Es ist keins richtig. Na, Anzahl der gewählten Zutaten, die zu dem gewählten Rezept gehören und am richtigen Platz sind. Keins. Anzahl der gewählten Zutaten, die zum gewählten Rezept gehören, aber am falschen Platz sind. Anzahl der gewählten Zutaten, die nicht zum gewählten Rezept gehören. Dann wird das wahrscheinlich ein reines Kartoffelgericht. Woher weiß ich denn, welches Rezept das ist? Das ist so ein bisschen doof. Ich fände besser, wenn man experimentieren kann und dann sagt, ja, das ist ein Rezept, aber nicht, dass man schon hier richtig zuordnen muss. Das ist ja dann richtig schwierig. Also das ist halt so ein bisschen Mastermind-mäßig. Also Zwiebel und Kartoffel nicht. Jetzt machen wir mal Kartoffel und Mais. Alle beide falsch. Okay. Muss ich irgendwie löschen? Ja. Gut, dann war die Zwiebel richtig. Tomate. Zahl der gewählten Zutaten, die Dein Ernst? Die Reihenfolge muss auch noch stimmen? Eine Tomaten-Zwiebelsuppe. Ein einfaches Gericht, verfeinert mit klein geschnittenen Zwiebeln. Sehr gut. Ah, aber es ist wenigstens so, dass dann hier keine Ressourcen vertauscht sind, also verbraucht werden durch das Probieren, sondern man muss halt, das ist halt jetzt einfach, jetzt hätte ich gerne einfach mal Kartoffeln. Zwei falsch. Dann nehmen wir mal so. Und einmal vertauschen. Dann ist es okay. Ich habe gedacht, das tut dann auch noch jedes Mal Ressourcen verbrauchen, wenn ich da experimentiere. Eine maisgefüllte Tomate. Wie schafft man es, eine Tomate zu füllen? Super saftig und nahrhaft. Nee, gefüllte Tomaten sind wirklich fein. So, dann haben wir hier. Ich will jetzt endlich was mit Kartoffeln. Kartoffeln und Zwiebeln. Stelle ich mir sehr lecker vor. Okay, eins ist richtig. Nichts klickt. Oh, Kartoffelpüree und gegrillter Mais. So wie es Mutter zu Hause macht. Okay, jetzt können wir keins mehr entdecken.
Dann können wir jetzt mal kochen. Wir machen mal. Also meistens bringt eigentlich. Und alle drei gleich gut, ne? So, so furchtbar viel Platz haben wir, glaube ich, gar nicht mehr, oder? In unserem Essensgürtel. Eins noch. Da kommt dann nochmal noch eins. Na, du sollst nicht essen! Mann! Eieiei, jetzt hat sie jetzt aufgefuttert. Dumme Nuss, du sollst hier kochen. Jetzt sind wir ausgerüstet, um auf Erkundungstour zu gehen. Erreiche das Schiffswrack. Jetzt müssen wir natürlich wieder zu unserem Bötchen, das wir so schändlich verlassen haben. Warte mal, wir konnten doch mit dem Teleskop hier runter, ne? Ja. Oh! ich glaube nicht, dass das... Teleskop? Einmal... Bisschen komisch. Mal porten, bitte. Dann haben wir doch hier irgendwo unser Bötchen stehen lassen. War das hier? Das mit dem Angeln haben wir auch noch nicht geschnallt. Hä, wo haben wir unser Boot stehen lassen? Oder ist das jetzt wieder zu Hause, sozusagen? Ich hätte das hier abgestellt. Ich dachte, diese Küste wäre das gewesen. Aber es ist schon wieder dunkel. Ja, komm, dann nehmen wir noch ein paar. Das ist ein Holzbett. Oder habe ich das da oben stehen lassen an der anderen Küste? Die Zeit vergeht aber auch wahnsinnig schnell hier. Ich glaube, man kann in den Optionen noch ein bisschen was verstellen. Aber ich glaube nicht wegen der Zeit, sondern... Dialoggeschwindigkeit, Ausrüstungsmenü öffnen, einmal drücken. Halten, ne. Das ist eigentlich in Ordnung. Naja. Das könnte natürlich schon sein, dass sich das immer resettet. Das Boot am nächsten Morgen, dass man es tatsächlich nicht verlieren kann. Dann müsste es ja hier irgendwo am Strand stehen. Ach ja, stimmt, da hinten am Steg. Guckt mal. Also kann man sein Bötchen nie verlieren. Okay, wir schippern. Und suchen das Wrack. Ja, komm mal durch, ja.
Oha. Da sind nur noch Felsen. Ah, aber da kommt wieder ein Strand. Eigentlich müsste es in dem Spiel ja tatsächlich so viele Möglichkeiten geben, dass man den, dass man auch beim ich habe einen Schatz gefunden. Dass man beim Papagei alles freischalten kann. Einen schwarzen Fetzen Questgegenstand. Rest aus dunklem Stoff, welchen den Geruch einer salzigen Meeresbrise angenommen haben. Sammle alle 13 hiervon, um sie zu einem einzigartigen Geschenk zu kombinieren. Das heißt, ich muss tatsächlich gucken, ob am Strand immer so ein kleines Blitzen ist. Und da muss ich dann buddeln. Münze? Und Angeln müssen wir auch noch rauskriegen. Da haben wir jetzt kein Tutorial für gekriegt. Gott, wenn ich jetzt so genau gucken muss am Strand, ob es da blinkt. An allen Stränden. Muss mal gucken, ob es hier überhaupt Achievements gibt auch. Ja, komm. Ich mache erstmal nähere Umgebung und später gucken wir mal, ob man da auch aufs Meer rausrudern kann. Aber eine Map irgendwie finde ich schon super. Weil das werden nicht immer nur so kleine Inselchen bleiben. Da blinzt, blinkt. Vielleicht gibt es ja sowas auch Fetzen. Nee. Also. Das Wechseln des Werkzeuges nervt. So, waren wir da oben schon? War das die Insel mit der Höhle? Ich glaube ja, und das ist jetzt das Zeug, was unten war. Komm, wir probieren nochmal angeln. Fisch ziehen. Man muss eine bestimmtes. Ach, weiß auch nicht. Ein Blaubarsch. Ein beliebter Fisch, sowohl im Sport als auch in der Gastronomie. Er kann sehr groß und schwer werden. Ihn zu fangen ist manchmal eine echte Herausforderung. Und das war gleich mein erster. Na, sehr gut. Man muss, glaube ich, jetzt in einem bestimmten Moment drücken. Gucken, ob das was mit dem Ausrufezeichen noch irgendwie zu tun hat. Wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten, um zu üben. Oh, ich habe keine Puste mehr, sehe ich gerade. Ich muss was essen. So.
Gut, dass man da so gewarnt wird. So, hier waren wir vorhin schon. Jetzt müssen wir aber den Strand noch checken. Und angeln bei Bedarf. Ob es hier blinkert irgendwo. Na. Also ganz habe ich die Technik trotzdem nicht verstanden. Ich hau halt jetzt immer drauf. Eine Makrele. Ein aufgeweckter Fisch in der Küstennähe, der in der Küstennähe lebt. Er ist leicht zu fangen und einfach zuzubehalten. Wir suchen vergrabene Schätze. Kann es sein, dass es die vergrabenen Schätze nur hat? An diesen verborgenen Stränden, die wir mit dem Boot erreichen? Aber hier sieht man gar nichts. Leute, das mit dem Angeln ist ein bisschen... Also man muss irgendwie länger drauf drücken. Und glaube ich, einen Rhythmus kriegen. Einen Zugrhythmus sozusagen. Ich gehe mal was essen. Hä, wieso ist jetzt immer noch früher morgen? Wir sind doch heute schon ganz lang unterwegs. Ah, hier, guck mal da. Und die Kisten bleiben auch stehen. Okay. Also nicht nur an unentdeckten Stränden. Gucken wir jetzt mal hier noch hoch. Aber irgendwie sieht's morgenrot vielleicht, ja, aber bin ich die Nacht durchgesegelt? Ich weiß gar nicht. Sieht aus wie Abend jetzt. Ich bin ja schon wieder müde. Weißt du was, wir gehen jetzt mal nach Hause. Essen. Äpfelchen. Ja, die sättigen jetzt viel besser. Und dann können wir ja hier unserem Spezi mal noch ein bisschen Geschenke geben. Also wenn man da mehrere abgeben will, ist das aber auch ein bisschen nervig mit dieser Freude-Animation. Wir bekommen eine Kanone. Oha. Und natürlich die passenden Kanonenkugeln. Hier können wir noch ein bisschen was ernten. Haben wir noch nicht geerntet, gell? Oh, ach so. Ja klar, Samen. Ich muss erstmal ein Loch buddeln. Ah, jetzt! Jetzt bubbeln die Tomaten. Das sind so die Tageszeiten, die weitergehen. Haben wir noch Zwiebel? Ja. Noch schnell.
mal gießen. Doch, man sieht es. Man sieht an dem Inneren, nicht nur am Äußeren. Ich glaube, wenn das Äußere grau ist, dann ist es wirklich schon sehr, sehr heikel. Aber wenn dieses innere Braune größer ist und nicht ganz klein, dann ist es ganz gut gegossen. Okay. Ich glaube, die anderen sehen ganz gut aus, oder? Gut, dann gehen wir noch ein Ründchen schlafen. Können wir noch was hinstellen? Wir können alles hinstellen. Wir können jetzt auch unseren Tisch. Und Bank. Schöner, aber okay, wir machen es einfach mal zum Gucken. Oh Gott! Das sind ja so Riesendinger. Ich hätte. Oh, jetzt ist die Magiekugel wieder nicht mehr. Schade. Piratenbett. Nee, das will ich nicht, will ich nicht. Okay, es passt. Dann will ich wieder raus aus dem Deko-Modus. Und wir gehen schlafen.